Herzlich willkommen zur 70. Folge Simrans. Wir sind immer noch am Umbauen. Obstbauer, aber Tierfutter war doch auch hier irgendwo, oder nicht? Oder bin ich jetzt blöde? Ach nee, Tierfutter ist hier oben. Ganz woanders. So. Musste mal weiter vorfahren. Kollege. So, Tierfutter. Der hier Flügelhof. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh oh. Ich ahne Böses. Das habe ich gedacht, oder das habe ich gewusst, dass wir jetzt hier doch relativ viel ...3,2% der Stadt muss dann wegreißen. So eine kleine Zuckerfabrik, Riesenbahnhof, halbe Stadt, Bahnhof. Ja gut, das stimmt auch wieder. Achso, hier einmal drauf drücken. Toni. Oh, Spandau. Hochholz, ja, ganz unten. So, müssten jetzt eigentlich sämtliche Industrien gewesen sein, außer halt Kohle, aber das macht noch keinen Sinn. So, jetzt bräuchten wir eigentlich eine komplett neue Anpassung. Fangen wir bei Backwaren an. Ah, nee, wir bleiben. Gibst du hier gerade nichts aus? Doch. Aber die haben jetzt natürlich so viel drin, dass der jetzt natürlich da ein bisschen blockiert. Die sind immer noch nicht alle durch, ne? Ich ahne was. Das waren die ganze Zeit die, die hier blockiert worden sind. Egal. So, hier gibt es dann eine neue Karawane. Steht
Ja, gut. Ich muss den mal tauschen mit dem. So, und ich brauche hier noch mal ganz kurz. Machen wir den mal dahin. Hier kommen wir den noch mal bis nach dahin. So. Bildschirm voll mit Statistiken. Hier machen wir den nochmal den da unten in die Ecke hin. Können wir uns hier gleich den Kartenzentralbahnhof noch mal eine Runde angucken. So, schön. Schön, schön. So, alles ist vorbereitet. Geht's los mit Backwaren. Ich würde ganz gerne erst mal ganz. Ja, okay, die eine. Nee, wir gucken sie mal nicht. Backwaren. Jetzt brauche ich erstmal einen Stift. Obwohl, nee, Stift brauche ich nicht, ich habe ja Dagobert. 612. Ich würde vorschlagen 2. Erstmal. Aber jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, was der für eine Kapazität hat dann. 264. Und du? Mehr? Warum, moin moin Mika, warum zum Geier entsteht jetzt ein Markt in Berlin? Haben wir viel geschafft? Zwei Züge? Teil waren das? Berlin-Kreuzberg. Kleinste Stadt, oder nicht? Oh nee. Echt jetzt? Okay. Kunden kommen aus Berlin-Kreuzberg, Treptow, Mitte, Marzahn. Alter, und der Ver. Nee, eine Fabrik ist sozusagen der Markt. Und er nimmt die Bäckerei von Giara. Also es ist wirklich nur der Markt gespawnt. Und halt eine Fabrikverbindung nach Giara. Ja, aber von da, beziehungsweise von da nach da. Einmal komplett über die ganze Karte rüber. Ja, und dementsprechend rasten die auch gerade völlig aus schon. Million pro Tour. Mindestbestand 75. Wer weiß, was da hinten los sein wird?
Was viel schlimmere ist, verdammte Axt. Es gibt hier, ich habe hier keine Möglichkeit, die Güterbahn einzubauen. Wo ist das Depot? Ist das Depot der allgemeinen Aufnahme? Nee, da ist das hin. Vier Paletten Stück Gut. Paletten, Paletten, Paletten. Das ist alles Stück Gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, an solche Geschichten habe ich überhaupt gar nicht gedacht, dass hier auch noch mal irgendwo Markt reinspawnen kann. Vor allem so beschissen. Boy. Ja, die Verbindung ist da. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob man den. Ja, doch, den einen müsste man wegreißen. Problem ist, das ist zu wenig. Ich brauche eigentlich drei Felder Platz. Der ist halt genau da mittendrin. Bleibt mir jetzt erstmal nichts anderes übrig. Ja, doch am Anfang könnte es noch gehen, weil der Vorteil ist halt, die werden ziemlich lange fahren. Also zumindest jetzt noch, wenn, aber sobald jetzt hier natürlich noch mehr Fahrzeuge drauf kommen. Wird schwierig. Wie gesagt, der Vorteil ist halt, dass wir hier relativ viele Haltestellen haben. Aber anders geht es im Moment nicht.
Ja, der Plan wäre, das dann halt unterirdisch zu machen. Das hatte ich jetzt schon überlegt, aber das können wir uns aktuell bei der derzeitigen finanziellen Situation nicht ganz erlauben. Da würde ich lieber noch ein bisschen warten. Vor allem, es wird doch nicht die einzige Fabrik bleiben. Deswegen, ja. Ich nenne es jetzt einfach erstmal Waren Berlin. Stopp. Müssen mal gucken, ob es funktioniert. Ich sage mal so, Giara wird sich definitiv freuen. Von da nach da. Warum hast du dich jetzt da versteckt? Und Bäckereivorlagen. Backwaren, wie habe ich das hier oben geschrieben? Backwaren. Ja, gut, dass wir die Backwaren bei Dagobert gerade schon umgebaut haben. Macht aber nur 176 Einheiten. Dagobert macht doch das Zehnfache, oder? Oh ne, 392. Okay, habe ich mich getäuscht. Ach so, Stromversorgung verdoppelt das gleiche. Passagiere macht da 10%. Oh, der Zug ist raus gerade. Ja, aber pass auf, der Weg dorthin ist so weit. Hier fahren gerade mal Dagobert neue Züge lang. Backwarenmarkt Berlin. Yay. Backwaren. So, und das müssen wir uns halt dann im Auge behalten. So, das heißt. Genau. Strom hat man ja hier dran, ne? Moment, ich hatte den Strom abgeklemmt beim Umbau. So. 1000, jetzt überlegt euch das mal. 1900 Einheiten machst du jetzt. Oder könntest du jetzt theoretisch machen. Das heißt, jetzt müssen wir natürlich die ganze andere Geschichte, weil der wird jetzt ja fast durchproduzieren. Das heißt, Mehl
Jetzt müssen wir nach und nach vorgehen. Okay, die Anpassung nehmen wir dann gleich vor. Ich habe mich verflogen. Scharfscheune, oh, ganz weit. Ganz kurz dann gleich mal geguckt. Bretter Werft. Hat sich da was getan? Ne, die sind noch am Fahren. Holzsägewerk. Hat sich auch nicht wirklich was getan. So, also Backwaren, Berlin haben wir. Achso, habe ich ja hier schon offen. So, Bugwarnings. Ah ja. Okay, ich muss dann wohl wohl oder übel. Nein, nach David wollen wir nicht. Ich brauche die Bäckerei hier nochmal. Wieder zurück zum Warndepot. Okay. Eier ist Stückgut. Eier ist ein 80%. Ich würde fast sagen, dass man Eier, wir haben jetzt da eine 816er drauf. Wir starten erstmal mit 3. So, Eiermarkt für Dagobert. Ja, da müssen wir noch bedeutend dann gleich anpassen. Ich lasse die jetzt erstmal losfahren. Flachs ist das da. Getreidemühle ist das da. Das da, das da. Mehl. Mehl, 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 Mehl. Mehlbäckerei. Wo ist Mehl? Wir machen Minus. Also bei Mehl würde ich auch schon auf 3 gehen. Auf 3, ja, wahrscheinlich müssen wir das so noch anpassen. So, Obst Dagobert, das war definitiv. Zwanziger. Die haben die standen immer leer. Dann nehmen wir erstmal 3 drauf. Box, Post, 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 Post. Ja, Textil, da brauchen wir nur einen. Ja, eigentlich schon. Ja, warte mal, das muss ich diesmal so machen. Da war dann nämlich der eine schon zu viel. Eigentlich. So, Textilien, Lyrei, Werft. Das ist ja der Hauptgrund, warum wir es überhaupt machen. Da sind jetzt 9 Fahrzeuge drauf. So, und jetzt wird es schwierig.
Meinst du 8 oder 9? Na gut. Hauen wir da 8 drauf. Tierfutter. Für Tierfutter haben wir noch keine neuen Waggons, ne? Haben wir nicht, aber Tierfutter. Tierfutter, ja. Da werden wir dann definitiv jetzt auch ein paar mehr brauchen. Wolle Lyrei. Oh, das war ganz zu viel. Wolle Lyrei. 9. Ja, die kommen später noch. 9 Fahrzeuge. Die haben einen ziemlich langen Weg. Zucker. Zucker, Zucker. Zucker in der Wahl. Die kriegen nur 2. Zuckerrüben. Ah, shit, shit, gut, ist auch noch so ein Alter. Zuckerrüben bekommt auch erstmal 2. So, das haben wir, 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 das haben wir. Obst hatten wir, Kohle. Ja. So, das müssen wir uns erstmal angucken. Ja, da ist sie wieder, die Karawane. Die Karawane ist jetzt natürlich noch deutlich schlimmer geworden. Flachs. Oh, hier fahren. Ah, nee, das sind doch. Ich wollte gerade sagen, das sind noch die alten Züge. So, Flachs. Flachs waren die 100er. Ah, nee, Quatsch. Flachs waren die 120er. Dafür sind unsere Triebwagen zu schlecht. Egal. Flachs, Lyrei, Textilfabrik. Da würde ich trotzdem auf 5 gehen. So, und Getreide. Wir brauchen jetzt ja deutlich, wie viel mehr Mehl hatten wir jetzt da drauf gehabt? Oh, falsche Richtung. Hatten wir gleich gelassen. Ja gut, was heißt gleich gelassen? Mehr Geschwindigkeit und da müssen wir hin.
Jahre. Komm noch mal ran hier. Mehl war das, was wir am meisten brauchten. Was war es jetzt? Getreide, ne? Ich tendiere irgendwie auf 5. Ja, ich glaube erstmal 5. Und ich tendiere jetzt zum Stromanschluss. Wo ist denn der nächste Anschluss hier? Haha, wo schließt man einen Bauernhof an? Direkt neben der Fabrik. Ach so. Muss ich da jetzt extra so ein Feldweg machen oder was? Komme ich jetzt da übers Feld rüber? Okay. Jetzt muss ich mal gucken, so langsam, aber sicher. Ah, 45%. Mir fällt ja gerade was ein. Wir können ja auch noch mal richtig einen richtigen Boost geben. Nein, machen wir nicht. Wir machen das so. Müssen wir nur Personen ready machen? Oder was Kleines? Okay, das ist nichts Kleines. Das ist auch nichts Kleines. Ach, echt jetzt.
schönes Wohnhaus. Also wollen die... Oh, damn it! Das Wohnhaus haben wir genommen, ne? Ja, toll. Wieder weg. Wir brauchen, dann kommt hier halt ein Hotel hin. Und wieder. Alter. Alles schwarz hier. Die sind immer noch nicht fertig. Ich hätte ganz gerne mal das Depot, danke. Damit es gleich aussieht. Ich weiß nicht wieso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl. Zack, Bauernhof. Perfekt. So, Betriebsgewinn wahrscheinlich, ja. Ja gut, jetzt steigen natürlich die Betriebskosten. So viel sind die gar nicht gestiegen. Noch nicht. Ja. Beim letzten Mal hatten wir 3 Millionen ausgegeben, jetzt sind es... Oh, Moment. 4,5 Millionen. Für neue Fahrzeuge. Alter. Gut, dafür ist die Folge auch wieder mega lang geworden. Ich würde sagen, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.